Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Spiel von Bethesda und Arcane Studios. Und vielleicht habt ihr es schon bereits erkannt, es handelt sich um Dishonored. Bam, da seht ihr es. Ich habe mir dieses Spielchen jetzt geholt. Und was geht jetzt mit FS? Gut. Und werde es jetzt dann auch zocken. Ich wollte davor noch kurz beim Sound. Das noch ein bisschen lauter stellen und Digga Fisch. Das auch, weil ich sonst wieder zu laut bin. Untertitel lassen wir. Ansonsten bin ich echt zufrieden. Genau, ich habe schon kurz angezeigt eine erste kleine Testaufnahme auch für den Sound, aber nur ganz, ganz kurz. Ich habe noch keinen der Erfolge und sowas. Ich würde sagen, wir spielen auf normal. Weil ich halte mich jetzt mal für nicht so mega begabt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen werde ich jetzt nicht auf was Höherem spielen, aber einfach ist es mir zu langweilig. Wir wollen ja eventuell auch mal sterben, nicht wahr? Nö, ja, ja. Ja klar, ich will neu anfangen. Also ich werde versuchen, die Fresse zu halten, wenn die anderen reden. So, endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreiches unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offiziellen Antworten der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutzherr dienst. Jawohl! Aber gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Ich habe schon wieder reingelabert. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Ja, wir sind halt die Tollsten. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Das ist schön. Sag mal, haben wir eine Affäre mit dir? Hat die nicht auch irgendwie einen Emily jemand? Und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Emily und sie. Kehren sie rasch zurück und bringen sie gute Nachrichten. Gut, gut, gut. Fuck, ich habe schon wieder zweimal reingeredet. Beim ersten Mal war es Corvo, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Das hat nur, sie hat uns angesprochen, ja. Mehr hat man nicht verpasst. Und das andere war Emily. Wer ist das? Ist das ihre Tochter? Ganz ruhig. Genau. Aufpassen. Leinen sind los. Haben abgelegt. Splash. Benutze deine Maus, um dich umzusehen. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Ja, ja, habe ich. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwanze Magie. Alles Aberglaube. Die haben nur Scheiße im Hirn. Inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Du hast auch nur Scheiße im Hirn. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Du hast ausnahmsweise recht. Der Kaiserin auf einer monatelangen Mission. Das ist ungewöhnlich. Ja, stimmt. Es war wichtig. Normalerweise rammel ich sie nur. Ich und mein Mundwerk, hey? Irgendwie aus wie eine Mischung aus Venedig und irgendwas komplett abgefuckten Industriellen. Ja, also das Spiel habe ich auch schon. Es geht nach oben. Gut. Fertig. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Ja gut, das System ist simpel. Also das Spiel habe ich schon länger erwartet. Und ich freue mich sehr, es mit euch zocken zu können. Obwohl ich immer noch ein bisschen erkältet bin, aber wen stört's? Ja. Hatte ihn gerade Dick genannt? Egal. Ja. Gute Reise gehabt, Sir. Keine Ahnung. Junge, ich bin gerade erst... Ach, egal. Nein, 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 der steigt nicht aus. Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Was geht? Willkommen zurück, Kaiser, Herr Schutzherr. Ah, so können wir sprinten. Also, Shift ist sprinten. Sehr gut. Hallo, Sir. Ihre Majestät hat er... Der Meisterspion ist bei ihr, aber sie will sie sofort sehen. Okay, sie will mich sofort sehen, aber das ist mir jetzt egal. Ich will mich hier umsehen. Hallo, wer bist du denn? Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Wer bist du? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen Alten. Ach, du bist Emily. Bam. Okay. Gut, los geht's.
Dann auf, lauf, 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 Schlampe. Folge mir, Corvo. Ja, mach ich. Hallo Fisch. Tschüss. Und bam. Du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Haben wir wirklich? Sag mal, sind wir irgendwie mit der zusammen verheiratet, sonst was? Ich habe keine. Los, ich habe keinen Plan. Mal sehen, ob du das. Wir sind doch nur der Leibwächter. Ich schließe meine Augen und zähle, und dann versuche ich, dich zu finden. Okay. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Darum habe ich schon angepasst. Ist das? 4. Oh nein, das wollte ich nicht. 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Ja, ich habe Übung aus Amnesia, du findest mich nie. Ja, ich weiß, du Fisch, habe ich schon mitgekriegt. Ich hasse es, wenn ich husten muss. Mal sehen, wo du dich versteckst. Kuckuck. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Lauf mit mir! Nimm mich eines Tages mit auf eine Reise, bitte. Ja, mal schauen. Diese Person ist beschäftigt, damit laufen, das sehe ich. Nicht mit Husten, nein, ich bin schneller als so ein kleines Kackmädchen. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Ja, aber der Rest sieht überhaupt nicht wie der Rest aus. Egal. Sie empfängt sie gleich. Hui, hui. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen. Hallo, mein Herr. Hallo. Nett. Oh. Ja, hast du das mitgekriegt, du Spaß? Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Ja. Auch wenn ich wahrscheinlich jeder gehe. Menschen sind krank. Keine Verbrechen. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind... Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Irgendwie mag ich dich nicht. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Der Typ ist mir unsympathisch. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Ja, jawohl. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Tut Ende. Mich leid, kann ich nichts für. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof... Hä, wenn ich springe, ducke ich mich. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Wieso kann ich nicht mehr aus dem Schleichmodus? Ich bin so klein wie dieses Kackenkind. Wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Da, Fug! Daumentaste 1, jawohl! Vorsicht! Noch eine! Was geht? Verschwinden die alle oder töte ich die damit? Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal. Nicht schon wieder. Was macht er da mit mir? Nein! Weg von hier! Nein, 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 nein!
Okay, die sind nur verschwunden. Was ist das für... Nein! Corvo, alles fällt auseinander. Das sehe ich. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Das war nicht richtig, du Spast. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Aua. Wer war das? Na, egal. So, ich würde mal sagen, darum geht's jetzt, herauszufinden, was das soll. Das heißt, ich kann nicht im Meisterspiel und beschuldigt die Geister nochmal zu haben. Entschuldigung. Jawohl, und jetzt brechen wir halt aus. Würde ich mal sagen, also würde ich mal hoffen, weil ansonsten... Also, wie konnten die da immer verschwinden, die Spassen? Das will ich auch können. Das war auf jeden Fall übernatürlich. Und krass geil. Oh, das Show Prevail. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum... Nach. Wieso sollte ich unterschreiben, wenn es nicht stimmt? Corvo, die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Ah, danke. Wachen? Ich habe ja gehört, dass man mit manchen Leuten Gnade haben kann. Bei denen werde ich keine Gnade zeigen. Ich werde sicher nicht das Spiel spielen, ohne jemanden zu töten. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Ja, aber ich werde mir gut überlegen, wen ich am Leben lasse und wen ich töte. Ein Freund, genau. Corvo, wir sind, spielt keine Rolle, aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Feuerraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen sie zum Fluss und verschwinden sie in der Kanalisation. Dort werden sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor ihrer Zelle platzieren. Nun viel Glück, wir brauchen sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Danke, mein Freund. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Nerv jemand anderen. So, kann man da drunter? Okay. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Wegen... Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartung! Alter, was? Wieso Y für einen Faltenangriff? Wollt ihr mir jetzt verarschen? Nein, das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Tagebuch.
What the fuck? Nem, 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 nem. Den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Was? Es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ups. Au, au, au. Attentäter, Hilfe! Endlich. Du wirst im Fluss! Komm her, Spaß, komm her. Ich bin gleich tot, habe ich das Gefühl. Nein, der ist tot, okay. Okay. Versuchen wir das zu lassen in Zukunft. Was bist du? Du bist eine fette, hässliche Ratte. Stirb. Das geht? Igitt. Okay. Gut, in Zukunft machen wir das anders. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Das ist relativ simpel, ne? Ich schau mal eben auf die Uhr. Also, das Essen funktioniert auch wie ein Bioshock. Es ist doch Bioshock relativ ähnlich, muss ich dazu... Muss ich schon sagen. Hey, du bringst mich immer zum Lachen. Gut. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden, eine Woche im Voraus. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ich werde dein Versteck finden. Jetzt hab ich dich! Hilfe! Für die Wache! Nimm das! Zu den Waffen! Brenn diesen Block nieder! Irgendwie bin ich übel schlecht. So, also Stealth habe ich momentan nicht so drauf. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt den ersten kleinen Cut. Oh, da ist Geld. Hier machen wir jetzt den ersten kleinen Cut und wir sehen uns wieder im zweiten Part von Dishonored. Und ich liebe dieses Spiel, verdammte Scheiße. Sollen wir erst hier einmal kurz schnell speichern? Macht das gut. Und dann... Wir sehen uns im nächsten Part. Es ist richtig geil. Bis dann.